Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchten wir mal wieder zusammen ein Full-Face-Beauty-Boxen schminken. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit diesem Video. Ja, ich habe euch ja hier schon so ein Video gedreht, wo ich euch einfach mal die Beauty-Boxen generell vorgestellt habe, was es so gibt. Und ja, wichtig ist aber natürlich auch, was steckt drin und können die Produkte was. Und ich starte einfach mal mit dem ersten Produkt. Das ist von der Bliss Box Januar 2024, der Hello Body Cara Rise Anti-Ox Face Glow Drops. Eigentlich Serum, ne? 30 Milliliter sind hier drin. Ich möchte das aber als Primer verwenden, weil ich mir gedacht habe, das könnte doch gegebenenfalls auch so ein bisschen an super viele andere Primer erinnern in dem Bereich, um das mal so zu sagen. Und dass Make-up Skincare Ingredients mit drin hat, ist jetzt ja auch irgendwie kein Novum. Deswegen habe ich mir überlegt, dass es doch Sinn ergeben könnte, wenn das einen optischen Glow-Effekt hat. Da wird doch bestimmt auch Make-up gut drauf halten, oder? Riecht ein bisschen süßlich, fühlt sich ganz angenehm an, halt wie ein Serum, ne? Sehr flüssig. Und es gibt ein bisschen sofort Glow. Also du hast halt diesen Schimmer auch ein bisschen mit am Start. Ich sehe auch, wenn ich die Hände so ein bisschen, genau, ins Licht halte, dass da auch ein paar Glitzerpigmente zu sehen sind. Also das würde ich jetzt wahrscheinlich auch schon, ja, als Tagesprimer, als Tagesserum empfehlen, weil sonst hast du es alles im Kopfkissen. Als nächstes habe ich eine Foundation, die steht schon ein bisschen länger hier und möchte ausgetestet werden. Von der Marke True, eine BB-Cream in der Farbe Claire. Die konnte man sich nämlich aussuchen. Hier habe ich 30 Milliliter drin und die befand sich in der Charmy-Box Juli 2023. Und ich habe eben auch geschaut, die Farbe könnte mir und meiner Winterhaut jetzt aktuell auch eigentlich ganz gut passen. Die ist recht dick unterwegs, das heißt, man kann sich die wahrscheinlich auch sehr gut mit den Fingern auftragen. Nicht jeder mag das. Ich nehme jetzt einfach mal einen Pinsel, um das zu verteilen. Und dann gucken wir mal, wie das so wirkt. Und ich glaube, genau so kann man natürlich auch die beiden Produkte in Kombination im Alltag verwenden. Wow, die Farbe passt super. Weil du hast ein Serum im Prinzip, was primende Eigenschaften mit dabei hat. Und ja, dann noch eine BB-Cream, die ja eine Creme ist mit pflegenden Inhaltsstoffen, die getönt ist. Also das ist eigentlich optimal. Zwischendrin würde ich aber wahrscheinlich noch einen Lichtschutzfaktor verwenden. Ne? Das wird auf jeden Fall Sinn ergeben, weil ich glaube, hier ist nicht so viel drin. Nö, gar kein Lichtschutzfaktor. Das ist eine tolle Geschichte für den Alltag. Wenn das jetzt halt auch einfach haltbar ist, ne? Und jetzt auch gut auf der Haut arbeitet und nicht irgendwie die Haut irritiert. Läuft, mag ich gerne leiden. Sitzt auch gut auf der Haut. Müsste ich jetzt nicht mit dem Schwämmchen irgendwie einblenden oder so. Das ist nice. Verwenden wir mal einen Concealer. Da habe ich aber jetzt hier den von Uncorrupted Beauty in der Farbe Fair, den ich einfach aktuell in Anwendung habe. Da hatte ich jetzt keinen in irgendeiner Box drin. Ebenso verhält es sich mit einer Eyeshadow Base. Da habe ich auch hier meine aus dem Project Pen. Wen es interessiert, was ein Project Pen ist, der kann gerne mal im Video hier im i vorbeischauen. Das mache ich auf meinem Zweitkanal, Claudis Welt, mit ein paar anderen Kolleginnen. Und da ist zum Beispiel Milo Flori auch mit dabei und Katrins Welt und so. Und ja, da lernen wir einfach dekorative Kosmetik oder auch pflegende Kosmetik und zeigen monatlich eben unseren Fortschritt. Und ich muss meinen Project Pen definitiv jetzt bald nochmal abdrehen, ne? Dass ihr dann auch bald das Video dazu sehen könnt. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, wenn dieses Video online ist. Ich habe jetzt hier einen Blush. Meine Herren, wurden wir überschüttet mit Blushes bei Beautyboxen. Die haben sich wahrscheinlich überlegt, alles klar, einen Blush in eine Beautybox zu packen, ist nicht so heikel wie jetzt ein Bronzer. Und Highlighter hatten wir die letzten Jahre schon richtig viel. Also Blushes raushauen. Der hier war jetzt im Look Fantastic Cracker drin und ist von Nude Sticks. Das ist eine Originalgröße. Nudies Matte Body Language ist da wahrscheinlich auch die Farbbezeichnung. Und das ist ein, hey, achso, ja, man sollte auch an der richtigen Seite drehen, ein richtig schöner, moviger Ton. Den würde ich mir jetzt ganz gerne nicht direkt auftragen, das mache ich ja sonst ganz gerne, aber ich muss jetzt ja erstmal testen, wie der so drauf ist. Das heißt, ich nehme hier meinen Foundation-Pinsel, den ich ja sowieso schon in Anwendung habe, male den so ein bisschen an, dann male ich mir auf dem Handrücken rum und sehe, dass das richtig gut funktionieren wird, wenn ich das genau so mache, weil das gibt einen sehr schönen Effekt. Also schön den Pinsel anmalen und aufs Gesicht auftragen. Und das ist ja mal eine richtig geile Farbe. Und Body Language, also Körpersprache, passt natürlich super zu einer Blushfarbe, weil erröten kann so vieles bedeuten und deswegen finde ich das irgendwie ganz hübsch, also das so zu nennen, ne?
Also den finde ich klasse. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Klar, diese Limited Edition Box von Lookfantastic gibt es jetzt so nicht mehr, aber das Produkt finde ich sehr schön. Also das ist ja auch Sinn und Zweck der Geschichte von den Firmen, die dann in Beautyboxen vertreten sind. Die wollen natürlich auch uns die Produkte schmackhaft machen, dass wir sagen, ja, wir bezahlen super gerne den vollen Preis dafür und kaufen uns das Produkt, weil wir das ausprobiert haben und das großartig finden oder generell die Marke dadurch positiv empfunden haben. Jetzt habe ich hier von Dr. Lip einen Superfood Elderberry Tint und das ist für Lippen und Wangen gedacht, aber ich werde es jetzt für die Lippen verwenden. Das war in der Lookfantastic Box, wo wir schon mal beim Namen sind, von Januar 2024. Das kommt in so einem Quetschtübchen. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Habe ich hier irgendwo einen Lippenpinsel? Na, ja, das ist eigentlich eher so ein Pinsel, den ich für Cut Creases verwende. Egal. Das nehme ich jetzt einfach mal. Oh, das kommt sehr dick hier raus. Sehr, sehr, sehr dick. Also wirklich eher wie eine Lippenpflege. Aber gut, so hatte ich es ja eigentlich jetzt auch gedacht, ne? Und das hat ungefähr gar keine Farbe. Also das als Blush zu verwenden, ist Perlen für vor die Säue. Das muss ja nicht sein, ne? Also das als Lippenpflege. Und da muss ich eigentlich auch keinen Tralafitti hier mit dem Pinsel machen. Ich hatte gedacht, dass es das vielleicht ein bisschen deckender wäre. Ist es nicht. Aber ich finde es schön, weil meine Lippen waren echt furztrocken. Ja, ich mag's. Schmeckt nach nichts. Hat keine wirkliche Farbe. Ich finde es okay. Ja, jetzt verwende ich Puder, auch das aus meinem Project Pen, weil es war nichts in irgendwelchen Boxen drin, was ja nicht schlimm ist, ne? Ich fülle das dann ja immer auf, sodass wir trotzdem ein Full Face zusammen basteln mit Produkten und einfach mal ausprobieren, wie die Produkte, die in den Boxen drin waren, so funktionieren. Das Ganze mache ich übrigens auch in letzter Zeit häufiger für Adventskalender-Inhaltsprodukte. Genau, also dieses Schwämmchen war mal in einer Lookfantastic Beauty Box. Das war in so einem Zweier-Set drin, deswegen labere ich noch ein bisschen, dass ihr dann auch das Produkt in Anwendung sehen könnt. Genau, für Adventskalender mache ich sowas auch. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da auch auf meinem Kanal vorbeischauen. Hier ein Beispielvideo dazu. Und genau, da habe ich nämlich so viele Adventskalender ausgepackt. Pro Adventskalender habe ich zwar immer nur so zwei, drei Produkte behalten. Aber bei über 170 Adventskalendern kommt dann natürlich einiges zusammen. Klar waren da auch ein paar mit dabei, was jetzt nicht ein Beauty-Adventskalender war, aber trotzdem. Und da ist es halt auch immer wichtig, finde ich, euch zu zeigen, wie die Produkte funktionieren. Oder ihr hattet sie im Adventskalender und wollt wissen, wie sie so drauf sind oder wie sie so funktionieren, bevor ihr sie anbrecht. Oder ja, dass ihr halt wisst, wie sie anzuwenden sind, ob sie funktionieren. Keine Ahnung. Deswegen mache ich die Videos. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr mögt. Und ja, euch das auch anschauen. Und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, diesen Kanal zu abonnieren. Da würde ich mich auch mega drüber freuen, wenn diese kleine, aber feine Familie hier immer weiter wachsen kann. Und ja. Das fände ich einfach sehr, sehr schön und würde ich einfach hart feiern, denn ja, das hier ist einfach nicht nur mein Beruf, sondern auch meine Berufung, ohne es damals gewusst zu haben. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mit euch zusammen Unboxings durchzuführen, Boxen zu öffnen, Unboxings zu machen, genau, Hauls euch zu zeigen, was ich so neu gekauft habe oder was neu bei mir einziehen darf. Dann Reviews in Form von Aufgebraucht-Videos oder Flop-Videos. Also, ne, da sind wir immer ganz entspannt unterwegs und ja, ab Sommer gehen dann natürlich die Adventskalender wieder los. Und ab und an sieht man auch meinen Hund Sammy, den sieht man aber wahrscheinlich in Zukunft eher auf meinem Zweitkanal Claudis Bunte Welt. Ich drehe diese Videos halt immer relativ spät. Jetzt gerade ist es auch 21:57 Uhr. Da ist Sammy mittlerweile echt am Schlafen, ne? Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Der braucht seinen Schlaf und dann brauche ich den jetzt nicht irgendwie mit Leckerlis vollstopfen zur nachtschläfernden Zeit. Deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber das kriegen wir alle schon hin. Und ja, genau, jetzt habe ich mein Gesicht auch gesettet. Und ich finde, dass meine Base wirklich schön aussieht. Also auch diese Foundation hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass diese Foundation oder BB-Cream so gut funktioniert. Ich habe die sehr in mein Herz jetzt geschlossen. Aus einem, ja, Estée Lauder Blockbuster nennt sich das. Ist, glaube ich, von 2022 noch gewesen, habe ich diese Palette. Das ist Blush Bronzer Highlighter. Oder war das 2023? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich sie euch noch gar nicht in einem Video gezeigt. Hat meine Excel-Tabelle mir verraten. Und deswegen trage ich diesen Bronzer erstmal auf. Das ist so ein etwas glowiger Bronzer. Und Estée Lauder ist jetzt nicht darauf ausgelegt, dass man super krasses Make-up hat, sondern die wollen halt einen Hauch von und die mit Beduftung die Schönheit unterstreichen. Also das ist das, was ich halt so in Erfahrung habe, was Estée Lauder Produkte angeht. Aber ja, also oft sind halt mehr Parfümstoffe als Pigmente drin enthalten.
Und das sieht man jetzt hier auch bei diesem Bronzer. Ich habe einen relativ festgebundenen Pinsel, um das jetzt aufzutragen, weil ich schon davon ausgegangen bin, dass ich hier nicht viel Pigment bekomme. Es ist halt ein Hauch von, ne? Und ich glaube, für einen Alltagslook ist es gar nicht so verkehrt, wenn man jetzt nicht so eine Mega-Pigmentierung mit am Start hat. Deswegen finde ich den Bronzer schon mal okay. Der Blush hat jetzt relativ leichtes Spiel, weil ich habe ja schon den von Nude Sticks drunter, der auch wirklich gut noch durchkommt und gut pigmentiert ist. Holla! Und ja, der hier geht aber auch ab wie ein Zöpfchen. Das ist ja mal krass. Habe ich so nicht erwartet. Der lässt einen schon derbe erröten, ne? Aber eine schöne Farbe. Hätte man dieser Palette, glaube ich, gar nicht so zugetraut. Na komm, hoffentlich ist der Highlighter jetzt auch noch so ein Burner, ne? Der sieht nämlich relativ dunkel hier in der Palette aus. Aber es geht im Gesicht definitiv. Ist relativ subtil unterwegs. Aber er ist hübsch. Ich hatte die schon in der Hand und wollte die aussortieren, weil ich mir gedacht habe, ach, ich greife da gar nicht zu. Ja, sollte ich mal machen. Dann würde ich nämlich sehen, dass man damit echt leicht und easy peasy lemon squeezy was Schönes zaubern kann. Auch Augenbrauenprodukte hatte ich jetzt nicht so weit in irgendwelchen Boxen drin, deswegen verwende ich hier von Yves Rocher meinen Augenbrauenstift in der Farbe Blond und von Too Faced dieses, wie heißt du eigentlich, Fluff and Hold Laminate Brow Gedönsen. Beauty Bay hat immer wieder so Mystery Boxen und da habe ich euch ja auch zum Beispiel vorgestellt, dass es The Beauty Crop Box gab und da habe ich hier die Vitamin Babe Eyeshadow Palette, die ich mal mit euch zusammen ausprobieren möchte. Das wird jetzt gar nicht mal so super aufregend werden, weil die Farben sind sehr monochrom unterwegs. Aber ich bin einfach mal gespannt auf die Qualität von der Marke, weil die haben immer wieder auch so schöne Lidschattenpaletten, die ich immer wieder interessant finde. Und hier haben wir dann einen sehr warmen, eine warme Möglichkeit, um einen Look zu schminken. Und genau, ja, da schauen wir jetzt mal, was die Palette so kann. Dafür verwende ich zuallererst aus der Goodiebox Welcome Box Januar 2024 diesen wunderschönen Blendepinsel, der wirklich wunderschön ist, von Nieré, die 219 oder 210, 210 müsste das sein. Und ich trage mir zuallererst diesen Orangeton auf. Das darf auch gerne jetzt so mein Main Character von dem Augenlook sein. Bisschen vielleicht abklopfen. Yo, da geht auch viel Pigment runter. Und dann kommt er erstmal auf mein Auge. Und der Pinsel ist sehr fest gebunden. Das heißt, er nimmt auch sehr, sehr viel Pigment auf. Oh, was habe ich denn hier gemacht? Mensch, Claudi, so nicht. Das ist verkehrt. Ja, wischen wir einfach mal ein bisschen weg. Ne? Das ist ja blöd. So. Wir brauchen im Innenwinkel jetzt nicht den Orangeton. Das war nicht der Plan. Das ist halt das Ding bei trockenen Augen, ne? Und einer gesetteten Base. Da wird das Pigment nicht so aufgesogen, wie wenn du jetzt eine feuchte Base hättest. Was habe ich denn da? Hier so eine leicht trockene Stelle, das ignorieren wir dann einfach mal. Da wird dann wahrscheinlich der Lidschatten nicht ganz so gut hier drauf halten, ne? Also überragend finde ich jetzt die Qualität vom ersten Ton her so gar nicht. Da hatte Essence auch schon krassere Pigmentierung in den Paletten. Vielleicht die Kanten so ein bisschen mit diesem Ocker verblenden. Mal schauen, sehr, sehr staubig das Ganze, damit es etwas softer wird. Ja, also es sieht schön aus, keine Frage, aber ich habe halt natürlich relativ viel auch den Ton jetzt aufgebaut, ne? Aber es ist jetzt nicht irgendwie mega krass oder so. Es ist halt ein Orangeton. Dann nehme ich jetzt zum Abdunkeln dieses sehr, sehr warme Orangetönchen daneben. Also, weiß nicht, sieht man das? Es ist schon viel am Stauben. Das setze ich mir hier außen in tupfenden Bewegungen an und gebe das auch etwas so in die Lidfalte, um so eine leichte Vertiefung reinzubekommen. Und dann nehme ich mir diesen ganz dunklen Ton, der hier auch noch in der Palette unten drin ist. Also das, dann habe ich halt alle matten Töne verwendet und den setze ich mir an den unteren Wimpernkranz. Aber nur so ganz zart, jetzt nicht irgendwie mega krass oder so, ne? Ja, also ist ein schöner Look. Jetzt kommen die Schimmertöne dran. Die müssen es nochmal ein bisschen reißen, muss ich sagen. So, also erst, oh, die fühlen sich aber schön an. Da ist schon mal wirklich die Party am Gange. Mhm. Ja, also die sind sehr hübsch. Dann entscheide ich mich zuallererst für diesen Gold-Orange-Ton, ne? Und setze mir den mit dem Finger einfach komplett aufs bewegliche Lid. Ich mache es jetzt auch recht simpel einfach. Das soll jetzt kein großer Look werden. Ich möchte ja nur so ein bisschen testen, ne? Wobei es am Ende dann doch irgendwie ein Look ist. Genau. Und den hellsten Ton aus der Palette, der auch so leichte rosa Schimmerpigmente mit drin hat, den setze ich mir dann in das innere Drittel. Versuche damit dann hier im Innenwinkel das Ganze aufzuhellen. Macht auf dem Auge farblich jetzt aber nicht so den Ultra-Unterschied.
Okay, also ich habe jetzt für den Innenwinkel in dieser Palette keinen speziellen Ton, den ich verwenden würde, weil den hellsten habe ich ja jetzt schon auf dem Auge. Und ich glaube, das wäre für mich zu dunkel. Ich kann es aber trotzdem einfach mal ausprobieren. Komm, so jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Dann nehme ich den gleichen Pinsel, den ich eben für meine Lippenpflege quasi verwendet habe. Der ist dann ja noch ein bisschen feucht, sollte dementsprechend dann ja auch etwas mehr Pigment aufnehmen. Dann setze ich mir den hier so rein. Ja, der wirkt nämlich auf dem. Auf der Haut, ne, auf der Augenhaut, viel goldener als in dem Pfännchen. Das ist ganz interessant, weil da sieht man auch sehr viel rosa Pigmente im Pfännchen. Aber egal, dann ist das halt so. Komme ich auch mit klar. Also ich weiß nicht, ob die Palette mein Lidschatten-Declutter-Video demnächst überlebt, weil das ist in Planung. Aber ich mag die Schimmertöne. Die finde ich sehr, sehr schön. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie ähnliche Töne irgendwo habe. Aber ich glaube, so einen Look bekomme ich auch mit anderen Paletten easy hin. Trotzdem, ne, war in der Box drin enthalten, habe ich jetzt auf dem Auge, mag ich gerne leiden, kann man machen. So. Auch von dieser The Beauty Crop Geschichte war der Wing Woman Nourished with Licorice Root and Blackberry Extract Eyeliner enthalten. Und den möchte ich mir jetzt natürlich auch ziehen, weil ich mag gerne Eyeliner und ich finde, Eyeliner macht auch viel aus. Es macht bei mir immer so einen richtigen Rahmen noch, ne? Und ja, das sieht sehr, sehr fancy aus. Hat keine Kugel, hat eine Filzstiftspitze. Und dann schauen wir mal. Der erste Wing hat soweit so gut funktioniert. Da kann ich mich nicht beschweren. Mal gucken, ob der jetzt auf der anderen Seite auch noch malt. Weil das ist das, daran erkennst du auch oft, ob Eyeliner gut sind. Wenn der auf der anderen Seite noch genau so malt wie auf der ersten Seite, dann hast du einen guten Eyeliner. Ansonsten nicht so. Gut, dass ich jetzt hier mit dem Eyeliner ein bisschen spitz geworden oder weit gekommen bin. Das ist ein Anwenderfehler. Aber er ist leider nicht gut, weil er sehr, sehr hart ist. Und ich bin, ne, also die Haut wird halt mitgezogen. Und das funktioniert alles einfach nicht. Wenn ich den Eyeliner ansetze, also sei es hier, um den Wing zu ziehen oder auch wenn ich hier außen arbeite, klar ist die Haut nicht komplett mit, ne, das ist ja nicht an das Gesicht festgewachsen, doch eigentlich schon klar. Aber sie ist halt einfach ein bisschen flexibler einfach als bei einer 20-Jährigen, um das mal so zu sagen. Und wenn die Haut sich dann immer so mitzieht, dann hast du halt immer wieder Probleme und dann wird das halt auch irgendwann so. Und das ist halt einfach doof. Also ich mag den Eyeliner nicht. Punkt. Dann fixiere ich mir das Ganze hier mit meinem Benefit Professional. Ein super tolles Setting Spray. Ich sag's euch, Setting, Fixier, wie auch immer. Spray verwende ich als sowohl als auch, ne? Oder für sowohl als auch. Und ja, fixiert das Make-up auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir natürlich zu etwas sehr, sehr Spannendem, und zwar den Wimpern. Ja, wer hat denn da die Too Faced Damn Girl Mascara drin gehabt? Das war die Look Fantastic Christmas Eve Limited Edition. Und ja, die hatte ich auch schon da, aber ja, sie ist jetzt hier in dieses Full Face auch mit reingekommen. Ich finde sie toll. Mal gucken, ob sie heute auch gut auf meinen Wimpern performt. Ich verwende jetzt zuallererst meine nicht mehr ganz so saubere Catrice-Wimpernzange. So, dann schauen wir mal. Das hat so ein richtiges Puschelbürstchen, Faserbürstchen und ich mag sie sehr, 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 sehr gerne. Für kleine Augen ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil es dann nicht so leicht ist, dann in den Innenwinkel zu kommen. Ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ich mag die echt gerne. Ja, und die gibt halt Schwung und Volumen und Länge und alles Mögliche. Das Einzige, was man hierbei bedenken muss, ist, dass sie leider nicht eine so gute Haltbarkeit hat wie die Better Than Sex, die es ja auch von Too Faced gibt. Trotzdem mag ich die vom Ergebnis ein bisschen lieber. Also das ist halt so meine präferierte Mascara und oh mein Gott, sieht meine Base gut aus. Also trotz Unreinheiten, die hormonell bedingt einfach aktuell am Start sind, gefällt mir das, was ich gerade sehe im Spiegel und auch im Kameradisplay, richtig gut. Also warum habe ich diese BB-Cream so lange im Schrank versauern lassen, ne? Das ist schon traurig. Im Glossy Sale hatte ich dieses Schätzelein mit drin und zwar, also in einer der Boxen. Rosé O'Clock ist hier der die Lip-Liner-Farbe von Banana Beauty. Hatte ich tatsächlich noch selber bei mir in der Sammlung, deswegen habe ich dann natürlich mein Produkt mit hier in das Full Face gepackt, ne?
Das ist halt ein solider Lip Liner, da kannst du nichts zu sagen. Das finde ich von der Farbe her schön, aber dafür muss ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt Banana Beauty kaufen. Genau diese Farbe findest du auch in der Drogerie, das ist kein Problem. Trotzdem, ein guter Lip Liner hat auch eine gute Haltbarkeit. Dann hatte ich hier auch in The Beauty Crop Box dieses wunderschöne Trio drin. Als ich den Preis recherchiert habe, bin ich fast hinten übergefallen. Und ich glaube, ich habe tatsächlich Bock, mir dieses sehr, sehr sparklige heute aufzutragen. Das war eine Limited Edition irgendwie und ich habe hier die Farbe Bonbon. Und Bonbon hat auch so blaue Sparkles mit drin und rosa Sparkles. Und ich hoffe, dass ich diese Sparkles nicht auf meinen Lippen fühle. Ich hoffe, dass es irgendwie ein bisschen nach Kirsche riecht. Die Verpackung fühlt sich nicht ganz so hochwertig an. Ich hatte in dem Unboxing auch schon gesagt, die Palette fasst sich ein bisschen an wie Colourpop. Beziehungsweise Colourpop hat ja eigentlich diese runden Fännchen drin. Aber trotzdem, ne? Ich finde auch dieses Lippenprodukt fühlt sich jetzt nicht mega hochwertig oder so an. Das fühlt sich auch recht günstig an. Es riecht nach Kirsche. Das finde ich schon mal positiv. Und das ist absolut nur ein Lip-Topper. Den alleine mit einem Lip-Liner sieht ein bisschen weird aus. Muss ich wirklich sagen. Aber ich fühle die Glitzerpigmente jetzt nicht wirklich. Geht voll klar. Und man sieht jetzt auch nicht groben Glitzer. Ja, die Lippenfarbe passt jetzt nicht unbedingt zum Look, aber irgendwie passt es doch harmonisch wegen Blush und Oberteil und so. Ne? Also irgendwie am Ende sieht es dann doch irgendwie harmonisch aus. Also ob ich jetzt unbedingt dieses Produkt mir so zum vollen Preis kaufen müsste, glaube ich eher weniger. Aber ich habe es jetzt hier. Ich versuche mal, dieses Füßchen hier sauber zu machen. Das sind auch so relativ günstige Füßchen. Also ich finde, dass es einfach schön ist und ich werde den auch weiterverwenden. Ob ich die anderen beiden aus dieser Kollektion behalten werde, glaube ich nicht, weil das ist einmal so ein, wobei der wäre noch ein bisschen deckender gewesen, ne? Naja, das ist so ein etwas cherryger Lipgloss und das hier ist halt ein ganz normal klarer. Ich glaube, den kann ich dann demnächst mal in der Verlosung besser weitergeben. Ich habe hier von Nian, auch aus dem Glossy Sale, La Seduction drin gehabt, aber das hatte ich auch schon da und ich finde den Duft unglaublich gut und so Tonkabohne, so richtig warm und weich und oh, das ist richtig gemütlich, dieser Duft. Also nicht jeder wird diesen Duft mögen, aber ich mag ihn. Oh, das soll man nicht machen, ne? Aber ich mach's trotzdem. Bin ein Rebell. Der hält jetzt nicht Ewigkeiten. Aber der riecht unglaublich gut. Den kriegt ihr auch für, ich glaube, 9,95 oder so in der Drogerie. Kann ich euch wirklich empfehlen. Das ist nicht zu viel, finde ich. Es ist aber auch nicht zu wenig. Und ich finde einfach, dass das jetzt auch zum Look so passt. Ja, fühle ich mich wohl. Ja, definitiv. Hat es ein bisschen mehr Arbeit erfordert, diesen Augenlook zu machen, weil man vielleicht die Farben etwas mehr aufbauen musste. Ja, aber der Look ist schön geworden. Mir gefällt vor allem die Base heute richtig, richtig, richtig klasse. Ja, also die Produkte aus den Beautyboxen können definitiv was. Das, wo ich sage, muss nicht unbedingt sein, ist der Eyeliner. Der war mir tatsächlich ein bisschen zu hart und zu trocken. Ansonsten auch diese Serum-Kombination. Oh, hier habe ich irgendwie einen goldenen Punkt. Naja, sowas kommt vor. Diese Serum-Kombination mit der BB-Cream ist richtig geil gewesen. Die Estee Lauder-Palette hat mich überzeugt. Also auch überrascht vor allem. Ja, Nude-Sticks, mega geil. Also solltet ihr diese Produkte also irgendwie bei euch zu Hause rumliegen haben, ihr habt gesehen, wie sie funktionieren. Sehr wahrscheinlich könnte es dann doch eher ein Glücksgriff sein und versucht einfach mal, die Produkte in euren Alltag zu integrieren. Es lohnt sich. Und ja, das wäre es ja schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.